DigiTV hat das Sensorium in Walkringen besucht und sich von Leiter Reto Störi erklären lassen, worum es eigentlich geht. Es ist ein Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. An 40 Erfahrungsstationen erleben wir aktiv unsere Sinne. Es richtet sich an Jung und Alt und es geht um das Erleben, Tun und nicht um wissenschaftliches Erklären. Es ist super lehrreich, abwechslungsreich und viele Sachen konnte ich mir so nicht vorstellen, dass es wirklich gibt. Es ist, man kann interaktiv arbeiten, das heisst, man kann viele verschiedene Sachen ausprobieren und es ist einfach super. Also mir gefallen diese Scheiben sehr gut, weil das optisch, es irritiert einem persönlich und man findet es wirklich spannend, dies zu erleben und zu spüren mit den Augen. Den Ansatz nennt man phänomenologisch. Von den Phänomenen ausgehen. Ich beobachte Phänomene und auch ihre Wirkung auf mich. Hier mache ich es erstens selber. Es geht nicht um physikalische Erklärungen, sondern um das Erleben. Ich bin mittendrin, ich bin Teil des Ganzen. Ich kann mich nicht rausnehmen. Und entsprechend bin ich eingebettet in das Erleben hier und in die Welt.